Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit der Romanze Für immer Liebe von Michael Saxe. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit und erzählt eine außergewöhnliche Geschichte. Ein junges Liebespaar, verkörpert von Channing Tatum und Rachel McAdams, lernt sich kennen, verliebt und verheiratet sich. Der Originaltitel heißt The Vow, das Gelöbnis, und daran wollen sie sich halten. Ein Leben zu zweit, für immer Liebe. In unaufdringlichen Rückblenden erzählt der Regisseur dieses Glück, das nun dem großen Vergessen zum Opfer gefallen ist. In den ersten Minuten des Films sitzen Channing Tatum und Rachel McAdams küssend an einer Kreuzung im Auto. Die Kamera, die zwischen Innen und Außen wechselt, deutet das kommende Unheil an. Ein Laster rast von hinten auf sie zu, er kann nicht mehr bremsen. Zwar überleben beide den Unfall, doch gibt es da ein Problem. Als Channing Tatum zu Rachel McAdams ans Krankenbett tritt und sie aus dem Koma erwacht, spricht sie ihn mit Herr Doktor an. Sie hat ihr Gedächtnis verloren. Die letzten 5 Jahre ihres Lebens sind wie ausgelöscht. Sie erkennt ihren eigenen Ehemann nicht. Und sie weiß auch nicht mehr, warum sie ihn einst liebte. Überdies treten ihre Eltern in Erscheinung. Zu ihnen brach sie aus gutem Grund damals den Kontakt ab, woran sie sich nun nicht mehr erinnern kann. Der Streit ist vergessen, wie die Liebe zu ihrem Mann. Was soll Channing Tatum also jetzt tun, damit sie ihn wieder liebt? Zeigt sich nun, dass die Liebe nur ein leerer Wahn war? Und was liebt man an einem Menschen? Diese philosophischen Fragen verhandelt der Film auf dem Niveau eines Beziehungsratgebers. Auch sonst bleibt vieles an der Oberfläche, was ein Regisseur wie Pedro Almodóvar hätte zur Höchstform auflaufen lassen. Doch Für immer Liebe ist mehr als eine Schnulze. Er hat eine politische Dimension. Dieses Jahr wird in den USA der Präsident gewählt. Der Film gibt eine Wahlhilfe. Wenn man dem Film etwas abgewinnen will, sollte man die Liebesgeschichte allegorisch auffassen und politisch lesen. In den Rückblenden sehen wir, dass Tatum und McAdams das Leben eines unkonventionellen Paares in der Großstadt lebten. Er hat ein Tonstudio für Indie-Rock, sie ist als Bildhauerin künstlerisch tätig. Sie kleiden sich leger, denken nicht übermäßig karrieristisch und sind auch sonst ganz hip. Aber das war nicht immer so. Als sie nun aus dem Krankenhaus entlassen wird, fragt sie den ihr fremdgewordenen Ehemann, wer eigentlich jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten sei. Er antwortet: Na, Obama, du hast ihn gewählt. Sie reagiert irritiert und ungläubig darauf. Ebenso verwundert es sie, dass sie die letzten Jahre Vegetarierin gewesen sein soll. Und auch mit ihrem Kleidungsstil der letzten Zeit kommt sie nicht mehr zurecht. Als sie bei ihren Eltern zu Hause ist, fühlt sie sich aber gleich wohl. Die Eltern sind das Gegenteil ihres neuen Lebens. Sie reden, handeln und sehen aus, hier greift der Regisseur auf Typisierungen à la Dallas oder Denver Clan zurück, wie eingefleischte Republikaner. Ihre Eltern vertreten ein konservatives Frauen-, Familien- und Berufsbild. Vor 5 Jahren studierte die gute Tochter noch Jura. Daran, dass sie das Studium abbrach, um Künstlerin zu werden, kann sie sich nicht mehr erinnern. Sie ist wieder ganz die Alte, als seien die letzten 5 Jahre, also etwas länger als die Legislaturperiode des amerikanischen Präsidenten dauert, ein Irrweg gewesen, den man sogar gerne vergessen möchte. Sie hat nun ihre wilden Obama-Jahre vergessen, sie ist zur Grand Old Party eines George W. Bush zurückgekehrt. Kaum ist sie auf dem Land bei ihrer Familie, da sieht sie auch bald aus, als wäre Sarah Palin ihre beste Freundin. Die Frisur, die Kleidung, selbst ihre Mimik hat etwas überaus Distinguiertes. Und sieht es nicht gerade tatsächlich in den USA so aus, als wollten viele vergessen, dass sie jemals Obama gewählt haben? Ungläubig wie Rachel McAdams vor ihrem Ehemann steht, der mit allen Eigenschaften eines Demokraten ausstaffiert ist und nicht mehr weiß, warum sie ihn erwählte, so haben auch viele Amerikaner offenbar vergessen, warum sie Obama wählten. Rachel McAdams steht für den verunsicherten Wähler, der sich entscheiden soll. Channing Tatum versucht sie mit viel Leidenschaft von dem Programm der Demokraten zu überzeugen. Er verspricht ihr Freiheit, ein Leben ohne Leistungsdruck
und die Unabhängigkeit von bigotten Familientraditionen. Die reichen Eltern versprechen ihr Wohlstand und Ansehen. Und auch ihr ehemaliger Verlobter, der ohne weiteres ein Sohn von Mitt Romney sein könnte, will sie zurückgewinnen. Nun kommt ihr die vergessene Legislaturperiode wie ein großer Spuk vor. Als sie lieber bei ihrer Familie als bei ihrem Mann leben will, meint Tatum zu ihr: Ich will, dass du vorsichtig bist. Und sie sagt: Ich gehe doch nicht zu einer Sekte, ich gehe zu meiner Familie. Ihr verlassener Mann weiß sich nicht zu helfen. Er mischt sich, notdürftig als Republikaner verkleidet, unter die Gesellschaft seiner Schwiegereltern, um seiner Frau irgendwie wieder nahe zu kommen. Der Regisseur inszeniert ihn als ein Schaf unter Wölfen. Und an dieser Stelle müssen wir froh sein, dass es sich um einen Liebesfilm handelt. Sonst wäre Rachel McAdams verloren. Durch einen Zufall erfährt sie, warum sie ihre Eltern verlassen hatte und ein neues Leben begann. Wie die Republikaner heute versuchen, die Machenschaften der Bush-Regierung zu vertuschen, so versuchen die Eltern im Film, ihre finsteren Geheimnisse vor der Tochter zu verbergen. In einer Szene, die Tochter konfrontiert die Mutter mit den Geschehnissen aus der Vergangenheit, da hält die Mutter gewissermaßen eine Wahlkampfrede für die Republikaner. Doch Rachel McAdams beginnt zu begreifen, da war doch einmal was, es war doch eine Liebesheirat. Nun sieht sie Channing Tatum wieder wie damals. Es ist, als würde sie erneut die Yes We Can-Rufe hören. Sie müssen noch einmal von vorne beginnen. Das Verliebtsein ist wieder da, die Zukunft kann kommen. Ihre Wahl ist gut ausgegangen, die andere findet im November statt. Einige Amerikaner sollten sich dringend diesen Film ansehen. Für immer Liebe könnte sie sehend machen, denn Tarkowski wusste: Wir schauen nur, aber wir sehen nicht.